Essbare Blüten, was unsere Mahlzeiten attraktiver macht. Mandy Bantle lädt uns wieder einmal in ihren Garten ein. Sie überrascht uns diesmal nicht mit Heilkräutern, sondern mit attraktiven Blüten, die unser Essen verzieren können. Blüten sind ja heutzutage in aller Munde als Deko. Und mit einer Pflanze, die eigentlich jeder kennt und jeder im Garten hat, kann man da anfangen, nämlich die Rose. Da kann man sowohl Heckenrosen nehmen oder auch Duftrosen. In verschiedensten Farben, sind immer eine schöne Deko auf dem Essen. Und als Tipp, nehmen Sie verschiedenfarbige Pflanzen, wir stellen ja noch ein paar vor, und schneiden Sie die einfach mal in kleine Streifen und machen Sie sie in eine Butter mit ein bisschen Salz, dann haben Sie eine wunderschöne, bunte Blütenbutter und damit begeistern Sie Ihre Gäste bestimmt. Was ganz Spannendes, wenn man kann man auch schön verschenken, ist Rosenzucker. Den können Sie ganz leicht selber machen, indem Sie Duftrosen nehmen. Und die Blütenblätter einfach in ein Glas mit normalem Haushaltszucker oder auch mit Rohrzucker einlegen und vielleicht 2-3 Wochen ziehen lassen. Und dann übernimmt der Zucker den Duft der Rosen und ist ganz klasse, wenn man ihn so ein bisschen übers Dessert streut oder über einen Kuchen. Eine Pflanze, die auch relativ viele Leute im Garten haben, ist die Taglilie in verschiedensten Farben. Was aber wenige Leute wissen, ist, dass die Taglilie essbar ist. Sie können die Blüte selber zur Deko nehmen, Sie können sie aber auch füllen und dann zum Beispiel frittieren oder in den Backofen schieben. Und was eine ganz tolle Sache ist, wenn Sie eine geschlossene Blüte nehmen, die kann man in Aufläufe machen oder anbraten und die hat eine sehr fruchtige Süße, die sie in exotische Gerichte bringt. In den asiatischen Ländern wird es direkt als Gemüse angebaut, da nennt man das Goldnadel. Was auch noch ganz spannend ist, man kann die Blätter der Taglilie essen. Gerade im Frühjahr, wenn noch nicht viel anderes wächst, ist die Taglilie sehr früh schon zu finden. Erst als kleine Nadeln, die aus der Erde kommen, später auch so richtig als lauchartiges Blattwerk. Und genauso schmeckt es auch, nämlich sehr lauchartig, ähnlich wie Porree. Man kann es wie Lauch zubereiten, zum Beispiel mit Spaghetti oder in anderen Gemüsegerichten. Und es ist eine sehr schmackhafte Angelegenheit, wenn einfach noch nicht viel anderes im Garten wächst. Es muss allerdings noch einmal darauf hingewiesen werden, dass nur die Taglilien essbar sind. Andere Arten sind sogar giftig. Neben den eher großen Pflanzen wie Rose oder Taglilie gibt es auch unscheinbare Pflanzen, die ganz lecker sind und schön als Deko im Essen wirken können. Da haben wir zum Beispiel die Hornveilchen oder auch die bekannteren Stiefmütterchen. Die Hornveilchen sind praktisch die Urform der Stiefmütterchen. Beide sind essbar, gibt es natürlich in verschiedensten Farben und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das eine super Deko auf allerlei Leckereien sein kann. Ich würde aber empfehlen, wenn man Stiefmütterchen oder Hornveilchen direkt aus dem Laden gekauft hat, diese nicht zu essen, sondern erstmal ein Jahr in den Garten zu pflanzen, damit einfach Giftstoffe, die auf diesen gekauften Pflanzen drauf sind, nicht im Essen landen. Also lieber aus dem Garten ernten als direkt aus dem Laden. Eine sehr anspruchslose Pflanze ist der Gold- oder Gilbweiderich. Der hat im Juli diese wunderbaren Sternblüten, die auch relativ lange blühen und die sich auch zur Dekoration eignen für verschiedenste Gerichte. Ist auch eine wunderbare Pflanze für die Vase. Der hält sich unheimlich lange, also mindestens 1-2 Wochen hat man daran Freude. Und im Frühjahr, wenn noch nicht viel anderes wächst, kann man auch die kleinen frischen Triebe mit in den Salat tun oder in die Kräuterpfanne. Ja, ein wunderschöner Farbtupfer, sowohl im Garten als auch im Essen, ist die Glockenblume. Die gibt es in verschiedenen Farben. Bei mir wächst sie in Weiß und in Violett. Am wenigsten wissen, dass sie essbar ist. Man kann diesen blauen Blütentrichter abmachen. Die restlichen Sachen würde ich abmachen, aber diese blaue Blütenhülle kann man wunderbar in Butter machen, als Deko auf die Kuchen oder Desserts. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Keine Ziergartenpflanze, sondern eine Gemüsepflanze ist der Borretsch. Den kennen vielleicht viele noch von der Großmutter oder vom Großvater als Gurkenkraut. Wird nicht immer so groß wie in meinem Garten. Dieses Jahr ist er erstaunlich groß. Er hat diese wunderbaren blauen Sternblüten, die meine Mutter früher immer auf den Erdbeerkuchen drauf gemacht hat. Und deswegen liebe ich diese Pflanze, weil es mich an früher erinnert. Man kann auch die Blätter des Borretschs essen, die sind allerdings relativ rau und behaart, also dann eher die der jungen Pflanze oder die obersten
Blätter an der Spitze, die kann man ein bisschen fein schneiden und dem Salat dazu tun. Bleiben Sie neugierig, mit welchen gärtnerischen Besonderheiten uns Mandy Bandle demnächst überraschen wird.